Hast du sie gesehen? Da vorne lauern sie. Sie Was? lauern. Sie lauern und kauern. Einer. Ja. Willkommen zu World of Warcraft im Klassikmodus. Und wir sind bei einem Kürbisbeet gelandet. Bei Brackwells Kürbisbeet, weil wir wollen hier eine Prinzessin treffen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Ja. Da vorne läuft sie doch. Und wird gerade irgendwie... Naja, die ist jetzt gerade weg, aber nein. Finden wir hier noch ein paar Banditen in der Zeit. Ach, der kann schon Fluchtzauber machen. Aber das sollten wir... Die Frage, ob das so sinnvoll ist. Das ist total sinnvoll. Ja, ja, das ist richtig, weil in dem Moment, wo das Ding wegrennt, kannst du es in Ruhe beschießen, es greift dich nicht an, etc. Das ist wirklich eine ganz... Brüllt er den nicht andere, seine Kollegen irgendwie? Oh, nicht hat unbedingt. Hat er geklingelt bei dir? Nee. Nö. Oh, boah, der hat mich voll umgenockt, der Arsch. Da hab ich einfach eine Prinzessin umgehauen. Priesterin. Das ist ein Quatsch. So. Wo sitzt die fette Sau? Ja, das dauert ein bisschen, bis die wiederkommt. Das dauert ein bisschen. Kürbissuppe. Ein reifer Kürbis. Mal gucken, was da drin ist. Das dauert ja lange, den aufzumachen. Ein kleiner Kürbis. In einem reifen Kürbis ist ein kleiner Kürbis drin. Ernsthaft? Das macht Sinn. Wollt ihr mich verkackeiern? So. Oh. Hm? Oh, ich hätte sie heilen können, ich habe nicht drauf geachtet. Ups. Das ist schlecht. Also als Heiler bist du noch eine Niete. Oh, vielen Dank. Entschuldigung, dass ich nicht drauf geachtet habe. Oh, ist sie das? Ist sie das? Ja. Mit ihrem Begleitschwein, siehst du. Die hat Begleitschweine. Hallo. Oink, oink. Wir sind die Begleiteskorte von Oink Oink. Aber gut, du gehst ja auch gar nicht in Richtung, ach, jetzt kommt hier noch einer. Oh, ich mein Silly Willy ist auch tot. Ich bin auch gleich tot. Ich kann dich leider... Ja, du solltest mich heilen. Ja, ich hatte keinen Mana mehr. Guck mal, ich bin selber fast tot. Ja, jetzt. Super. Und ich habe auch keinen Mana. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Kann ich dich erwecken? Nee, das geht nicht. Nimm dir noch das Messingband aus der Prinzessin raus, ne? Habe ich. Und jetzt bin ich auch tot. Der nächste, ich muss mal hier wegrennen. Ist nicht so weit weg. Ich konnte auch nichts machen. Ich konnte keinen... Schade, ich dachte mal, man könnte sich gegenseitig retzen oder sowas. Nee, das können nur die wenigsten eigentlich, glaube ich. Okay, dann muss ich jetzt erstmal... Musst du die jetzt nochmal töten, oder? Nein, ich habe das Band raus. Ah, okay. Das heißt, du musst einfach bloß herkommen. Jo. Puh. Okay, ausspähen der Jaspismine müssen wir später. Das heißt, wir gehen dann zu Wache Thomas. Dann haben wir da Holzlager. Oh, da ist auch noch ganz viel zu tun, soweit ich weiß. Und dann kann man ja irgendwie nach rechts gehen. Oh, da bist du ja schon wieder. Mhm. Das ging ja schnell. Wo müssen wir das nachher eigentlich abgeben? Ach, zu dem anderen Bild. Ja. Okay. So, dann gehen wir jetzt zur Wache Thomas, ja? Genau. Ein bisschen außenrum, ne? Ja, wahrscheinlich besser. Können wir in den Dämmerwald rübergehen? Ja, genau. Da sind Wölfe. Die sind richtig cool. Werwölfe, Warge, glaube ich, sind da. Ach je. Ob man auf so einer Kuh reiten kann? Oh, nicht.
Naja, es fehlt nicht mehr viel, dann bin ich 8. So. Nee, der ist so groß. Da kommen wir nicht hin. Irgendwo hier muss er doch stehen. Da steht er ja. Wache Thomas. Nein. Da ist er. Die Wache, der Thomas, der Dieter. Licht sei mit euch. Seid gegrüßt. Ihr seht aus wie ein Mann, der weiß, was er will. Habt ihr denn mit der Armee von Stormwind zu tun? Ja, es haben sich Morlocks in und an den Flüssen und Bächen im östlichen Elwyn niedergelassen. Wir wissen nicht, warum sie hergekommen sind, aber es ist toll, dass sie da sind. So ähnlich. Wuwum! Vor ein paar Tagen haben wir zwei Wachen, Rolf und Malakai, ist klar, losgeschickt, damit sie entlang des Flusses Nachforschungen anstellen. Aber bisher sind sie noch nicht zurückgekehrt. Damit ich meinen Bericht fertig schreiben kann, muss ich wissen, was den beiden Männern zugestoßen ist. Sucht den Fluss in Richtung Norden ab und seht zu, dass ihr die Wachen findet oder ihre Überreste. Ja. Gut. Siehe den Ehrenfreund. Was, hat er noch eine? Dem König, seid gegrüßt, Dunadar. Je weiter wir uns von Goldhain entfernen, umso reizbarer sind die wilden Tiere. Und das Holzfällerlager des Ostteils wird beinahe ständig von Wölfen und Bären angegriffen. Wir könnten hier draußen wirklich eure Hilfe gebrauchen. Das heißt, wir sollen ein paar kleine Bärchen und ein paar kleine Wölfchen. Das und Himbeeren mag ich am liebsten. Mhm. So, da haben wir jetzt... Ach, herrje, wenn ich auf die Karte gucke. Ach, herrje. Juh. Ich weiß nicht, ob es jetzt erst sinnvoller ist, zum Holzfällerlager rüberzugehen, weil da sind ja auch noch zwei Quests. Richtig. Machen wir mal. Richtig. Da gehen wir mal rüber. Da gehen wir mal rüber in Osten. Genau. Da sind wir dabei. Das ist prima. Und Schaf. Schauen das Schaf? Und ein Reh. Oh, es ist so idyllisch hier. Ja, noch. Ach, hier gibt's auch ganz viele Aufträge. Irgendwelche Tücher holen und irgendwie sowas war das doch. Die Mitglieder der Devias in Nordheim tragen Masken aus Sackleinen. Die Masken der Devias in Elwyn dagegen sind aus gutem Leinen. Was? Aus dem ich Qualitätsleinwaren herstellen kann. Stimmt, ist ja überhaupt nicht verwerflich, Devias zu töten, um Qualitätsleinwaren herzustellen. Es ist klasse. Bringt mir rote Leinenkopftücher, dann stelle ich daraus etwas für euch her. Die Mitglieder der Devias haben Lager, die sich über ganz Elwyn verteilen. Ach, herrje. Gut, dann ernten wir mal ein paar Menschen. Es ist, als ob du sagst, bitte erledigt die Bankräuber, ich brauche ihre Strumpfmasken. Also es ist Mamma Mia. Die Quest geschrieben haben, sind auch nicht ganz glatt. Nee, nicht wirklich. So. Oh, Holzbündel sammeln. Ach, wie süß. Ich habe hier ein echtes Problem. Ich habe einen Liefertermin für eine... Sag mal, die sind ja alle super geschäftstüchtig hier, ne? Ich habe einen Liefertermin für eine Bestellung von Holz und mir läuft die Zeit davon. Die Wölfe und Bären nördlich von hier haben meine Arbeiter von den Holzbündeln verjagt, die sie bereits gefällt hatten. Ich habe bereits mit Deputy Rainer darüber gesprochen. Gott, diese Namen. Dass die Tiere entfernt werden müssen. Aber ich brauche jemanden, der das Holz für mich holt. Wenn ihr 8 Holzbündel für mich holt, könnte ich den Termin vielleicht noch einhalten. Kann das kein anderer machen? Okay. So, dann können wir jetzt hier 3 Fliegen mit einer Klappe schlagen, sozusagen. Holzbündel. Wölfe, Bärchen. Menschen ernten. Dann gucken wir mal. Rehe brauchen wir nicht. Und hier müssen die Holzbündel irgendwo schon sein. Sind das Holzbündel? Ne, das sind keine Holzbündel. Das ist ein Holzbündel. Irgendwas muss man mit dem Molochs da hinten auch noch machen. Deswegen sollten wir vielleicht zwischendurch die Holzbündel mal abgeben. Wenn ich erstmal einen finden würde. Na, hier ist ganz schön abgegrast. Ja. Na, dann fangen wir halt mal mit Wölfchen an.
noch nicht wirken. Oh, es ist ein Neuner. Huch! Du bist voll in den Berg gerannt. Na, es ist ein Neuner. Komm um die Ecke hier. Und da kommt gleich ein Bär. Eins von acht. Zählt das für dich auch? Oh. Warte. Oh, du bist die nicht... Bären sind echt gefährlich. Ja. Ja, Waldbär gilt und der Streuner gilt für mich auch, ja. Gut, dann nehme ich mal den nächsten. Heil du dich erstmal. Tünding, Kamil, Revola, Zensiagas, Nazrankan. Naja, er will mir immer seine Kochrezepte beibringen und ich verstehe immer nur Bahnhof. Ich hasse es, wenn die das widerstehen. Ich brauche ein Ziel. So, zwei von acht. Ich weiß nicht, wo das bin ich. Echt? Ich habe noch nicht eins gesehen. Das Öffnen von solchen Sachen schon immer so lange gedauert? Ja. Das war schon immer so langsam. Oh, der nächste Wolf, die nächste Dame. Ich glaube, die Wölfe kriegen wir schnell zusammen. Ja, ich glaube, die Bären waren immer das Problem. Widerstehen. Naja. Ein Wolf widerstehen. Oh. Wow, das ist Aggro. Sehniges Wolfsfleisch, lecker, lecker. So, lass mal den. Lass bitte immer erst den Kleinen hier angreifen, damit er das Aggro zieht. Aggro zieht man doch dann eh wieder weg. Dafür macht er zu wenig Schaden. Deshalb sollte man sich ja auch, habe ich gelesen, sich im Dreieck aufstellen. Ja, damit das Ding immer hin und her rennt. Oh, ich habe endlich ein Holz. Und sein Holz. So, wieder zurück, da hinten gibt es kein Holz mehr. Richtig. Das erste Holz. Wahnsinn. Eins von acht. Oh, Holz. Gott. Holz. Das erste Holz. Na, die rennen hier alle und grabbeln das Holz weg. Und die Bären und die Wölfe. Oh. Direkt neben dem Wolf gespawnt. Das wird alles nicht so einfach hier, das zu sammeln, sage ich dir. Zumindest nicht am Wochenende. Irgendwie kann ich mich, glaube ich, auch zu Stäben ausbilden lassen, aber weiß ich, muss ich dann auch mal in Sturmwind bei einem. Boah, das war knapp. Mhm. War sehr knapp. Ja, es hätte aber zu lange gedauert, einen Zauber zu beschwören. Naja, ich habe ja das Schild mir zwischendurch sogar draufgepackt. Also ich komme alleine gegen die nicht an hier. Mhm. Dann müssen wir das zusammen machen. Mhm. Oh, ich will aber ein Holz haben. Da ist ein Holz. Oh, ich habe ein Holz. Eins. Und ich habe einen Wolf. Mhm. Das lädt ihn noch aus. Sechs von acht schon. Ja, das wird wahrscheinlich am schnellsten gehen. Die Bären sind... Oh, hier ist ein Bär. Komm mal her, hier ist ein Bär. Okay. Zwei von fünf. Ach, herrje. Ja, ja. Ach, herrje, Mini. Wie viel Holz brauchst du denn noch? sechs Stück. Ich sehe die ja irgendwie immer nicht. Oh, hier ist noch ein Wolf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich habe das Gefühl, mit den Sounds haben sie irgendwas gemacht. Was denn? Wie irgendwie cooler sich anhören, weil hier ist so ein Wasserfall. Okay. Jetzt hast du natürlich den Vorteil mit deinem kleinen
Dings. Was? Mit meinem kleinen was? Ja, mit deinem kleinen Ding. Neben dir. Ach man, hier ist nirgendwo Holz. Und keine Bären. Und überhaupt. Du musst mal richtig kicken. Ja, ja. Das Problem ist, wenn du das Holz erst fertig hast, siehst du es nicht mehr. Kannst mir da nicht mehr helfen. Also du solltest eins... Nee, ich sehe es ja noch da liegen. Also liegen sehen tue ich es. Ach so. Ich seh's halt nicht mehr. Ach, du bist schon durch? Nee, eins noch. 3 von 8. Wieso? Hatten wir nicht gerade gesagt, wir wollten zusammenbleiben wegen der Bären? Ja, ja, ich bin ja hinter dir. Da ist noch eins. Also wir brauchen noch 3 Bären und einen Wolf. Und ich brauche noch 4 Hölzchen. Aber ich glaube, wir sind gleich... Da ist noch ein Hölzchen. So, das ist mein letztes Holz. Sie und ihr Holz. So. Da ist ein Bär. Den lauf uns mal schnappen. Nein, geh weg. Boah, du ziehst aber ganz schön das Agro, mein lieber Mann. Das war 3 von 5. Inventar ist voll? Okay. Naja, durch die ganzen. Brauchst du noch Holz oder bist du durch mit Holz? Nein, ich brauche noch 3 Holz. Hier ist noch ein Holz. Jo, siehst du, das ist so versteckt im Gras, das sieht man gar nicht. Hier ist noch ein Wolf. Brauchen wir auch noch. Noch einen. Sehniges Wolfsfleisch, das wollte ich doch schon immer haben. Hier ist auch nochmal Holz. Tatsächlich, ja, da wäre ich voll dran vorbeigelaufen. Das ist so unscheinbar. Holz, ja, stimmt. Holz ist im Wald schon echt unscheinbar, das ist richtig. Ein einziges Holz brauche ich noch und wir brauchen noch 2 Bären. Jo, danke. 2 Bärchen. Ja, hier sind gerade keine. Eine Kuh, zählt eine Kuh auch? Nein, ein Wolf zählt nicht, eine Kuh zählt nicht. Ich gehe jetzt mal hier wieder zurück hier in das Gebiet. Nee, hier. Egal. Ja, okay, ich komme. Ich komme. Ich habe ja mein Schild. Du bist irgendwo ganz weit vorne. Du rennst zu weit weg und oder ich bin zu langsam. Ich bin halt in die Richtung gelaufen, wo Questi mir anzeigt, dass da Bären sind. Einen brauchen wir noch. Das kriegen wir hin. Irgendwo hallo Kuh. Noch einer sein. Irgendwo noch einer. Nein, ich glaube nicht. Angezeigt wird hier aber noch einer. Ja gut. Er zeigt nicht den Live-Standort an. Kein Live-Tracking wie bei WhatsApp. Sind nicht getaggt, die Bären. Kein GPS-Bär? Nee. Okay, noch mehr sehniges Wolfsfleisch. Ich bin begeistert. Das schmeckt am besten. Es wird aber auch angezeigt Richtung dem oberen Fragezeichen, dass dort noch was wäre. Da hier hin, ja. Das lädt immer noch auf. Ich habe meine Leitbubble an hier. Leuchtet im Dunkeln bestimmt gut. Inventar ist voll. Oh, wie süß der
Wolf sich gekratzt hat. Ja. Und er widersteht. Echt ernsthaft, wieso widerstehst du? Untersteh dich. Hier, der Wasserfall, der rauscht hier so schön. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass das früher so war. Das weiß ich nicht. Bären. Das weiß ich nicht. Echt der letzte Bär? Bär. Ja, da ist er. Vorsicht, da ist noch ein Wolf. Komm ein Stück zurück. Zu spät. Und der ist durch. Der ist durch. Boah, du. Kein Mana mehr. Du ziehst aber auch das Alkohol, es ist Wahnsinn. Oh, die macht ganz gut Schaden. Ja. Hinterwälderkeule. Oh, die kann ich ja benutzen. Warte, dann ich mal den Scheiß hier weg. So, und wir können hier. Ach, hier sind die Überreste. Ja, Streitkolben. Das finde ich ja cool. Hier sind die Überreste. Ah ja. Suche nach den vermissten Wachen. Vom Leichnam selber ist nicht mehr viel zu erkennen, doch in der Nähe findet ihr ein Medaillon, in das die Worte Malakai Stone / Soldat eingeprägt sind. Als ihr die Gegend weiter absucht, findet ihr die Abdrücke von Füßen mit Schwimmhäuten, die entlang dem Ufer des Steinhügelsees nach Osten führen. In der Ferne könnt ihr noch im Osten gerade noch so ein Moloch-Dorf ausmachen. Vielleicht fand Rolfs Leben dort sein Ende. Rolf, der gute Rolf. Wie es dem Golf Rolf geht, das werden wir in der nächsten Rolfe Folge. Nö, wir haben noch. Nicht? Wir haben noch 7 Minuten. Na gut, dann halt nicht. Jetzt müssen wir bloß überlegen, wo wir hingehen. Ob wir das Dorf. Also wollen wir jetzt erstmal zur Wache Thomas zurück und dann zum Dorf und dann haben wir die nächste Folge und dann. Ja, wir geben das jetzt mal ab. Genau, der Wasserfall ist ja richtig laut. Ja, er rauscht. Es klappern. Hätte früher nicht so gerauscht, oder? Es klappern die Wasserfälle am rauschenden See. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, ob der früher gerauscht hat oder nicht. Es klingt, als ob jemand vergessen hätte, die Klospülung auszumachen. Hm. Acht. Ich meine, wäre nur sinnvoll, wenn sie die Sounds etwas überarbeitet hatten. Ja, aber es ist halt Klassik. Deshalb kriegst du hier auch nichts automatisch, sondern musst halt für alles Mögliche rumrennen. Seid gegrüßt. So, da ist die Wache Thomas. Vielen Dank für eure Hilfe, Dunnerdar. Im Wald muss es irgendetwas geben, das die Tiere so angriffslustig macht. Ja, das sind die vielen Leute, die hier rumrennen. Was auch immer es sein mag, ich hoffe, es bleibt dort und wir kriegen geringeren Heiltrank. Juhu. Ich habe keinen Platz im Inventar. Esse ich jetzt den Apfel. So, jetzt können wir ein Bündel Holz abgeben. Dann könnten wir zu Rolfs Leichnam gehen. Wir könnten aber auch hier unten die Leinwaren eben sammeln, wo wir gerade schon mal hier sind. Das ist vielleicht aber die haben wir da oben am Steinhügelsee auch und wir müssen eh nach oben. Okay, dann geben wir erstmal im Dorf ab. Jo. Okay, das machen wir. Prinzessin, noch jemand? Prinzessin, nein, danke. Wir hatten heute schon Adelsbesuch. Oh, ich habe vergessen, meine Dämonenhaut anzuziehen. Ich glaube, mit dem Leerwandler wird es besser mit dem Agro. Aber da muss ich irgendwie. Ist ja auch nicht so, dass du den selber ausbilden kannst. Du musst immer teuer Folianten kaufen dafür. Also, hatte ich gesehen bei dem Dämon auch, aber das war zu teuer. Termin kommt immer näher, Priester. Beeilt euch bitte und holt dieses Holzbündel. Hier haben wir doch. Exzellent. Dank euch sollte ich die Bestellung rechtzeitig zusammenstellen können. Um euch meine Dankbarkeit zu zeigen, würde ich euch gerne ein paar Münzen als Entschädigung für eure Mühen, jetzt wollte ich auch Münzen lesen, für eure Münzen anbieten. Ich tausche Münzen gegen Münzen.
Ach, guck mal, da kommt er, der Holzmann. Der Arbeiter des Osttals. Mit Holz. Hä? Mehr Arbeit? Okay. So. Wir können noch nach oben laufen. Ja, da ist aber das Molochdorf. Also da ist ja nicht einfach nur hinlaufen, sondern... Nee, ich weiß. Rolfs Reichtham und Molochdorf und so weiter. Dann sollten wir uns mal auf die Richtung, in die Richtung machen. Na gut. Na gut. Ich gehe dann mal. Sehr schön. Das ist bestimmt auch ein Rolf. Okay. Laufen wir da hoch? Können wir machen, ja. Zumindest. Bestimmt noch ein paar Bären und Streuner auf dem Weg. Ja, jetzt, wo wir sie nicht mehr brauchen, genau. Ist doch immer so. Auf dem Rückweg könnte man rein theoretisch sogar zu Jaspismine noch, aber mal sehen. Ja, das stimmt. Mal gucken. So, jetzt gehen wir aber erstmal da nach oben. Hier liegt eine tote Kuh. Und hier müssen wir uns jetzt ein bisschen... Oder haben die hier gerade gemetzelt? Ja, wir haben Glück. Oh, das ging ja leicht. Normalerweise muss man sich hier ranschleichen. Um den Hals trägt der Leichnam ein Medaillon aus Metall, auf dem die Worte Rolf Hartford Soldat stehen. Okay. Nun habt ihr beide Medaillons. Bringt sie an die Brücke zur Wache Thomas, damit er erklärt, welches Schicksal ihr... Juhu, spannend. Wir sollten noch schnell auf die Insel rüber, ja, und uns dann um die... Ja. Oh, verdammt. Das ist... Oh, drei. Oh. Drei, komm, lauf, lauf, bleib da nicht stehen. Das ist zu viel. Ich hau mein Schild rein. Das ist zu viel. Geh auf die andere Seite. Da ist zwar auch was. Aber ich hoffe, dass die dann zurückweichen. Oh, nee. Super. Ja, in dem Sinne, cheerio. Gut, dann beenden wir die Folge hier und sagen bye-bye, servus. Und ich warte hier, bis du dich wiederbelebt hast. Mach's gut. Tschüss.